hatten im letzten Video darüber gesprochen, dass wir eine Nutzenfunktion nutzen, um eine Präferenzordnung zu beschreiben. Und ich hatte als Annahme zu dieser Nutzenfunktion formuliert, dass sie neoklassische Eigenschaften hat. Neoklassische Eigenschaften bedeutet, dass wir einerseits positive Grenznutzen haben, also eine zusätzliche Gütereinheit auch den Nutzen erhöht und als positiv eingeschätzt wird. Und dass wir aber auch einen abnehmenden Grenznutzen haben, bedeutet, je mehr ich von einem Gut habe, umso weniger erhöht eine zusätzliche Gütereinheit meinen Nutzen als Haushalt. Das waren die neoklassischen Eigenschaften. Um jetzt noch weiter das Modell dahin zu entwickeln, dass wir damit rechnen, brauchen wir aber auch konkrete Funktionen, die diese neoklassischen Eigenschaften aufweisen. Und eine sehr häufig verwendete Funktion dafür ist die sogenannte Cobb-Douglas-Funktion. Wie würde die aussehen? Also eine Cobb-Douglas-Funktion ist alles, was in das Schema passt. Unser Nutzen, der ja abhängig sein soll von den Gütermengen, die hatte ich x1 und x2 genannt, wäre dann eine Funktion a mal x1 hoch a, x2 hoch b. Bedeutet, die Gütermengen x1 und x2 sind multiplikativ verknüpft. Darüber steht irgendein Exponent und dann haben wir noch einen Koeffizienten a, der dann bloß eben entsprechend das auf unterschiedlichen Niveaus bringen kann, da wir gesagt haben, dass viele Nutzenfunktionen eine Präferenzordnung beschreiben, ist dieses a praktisch mehr oder weniger von der Aussagekraft her wenig bedeutend. Welche Größen müssen vorliegen? Also a muss größer sein als 0. Wir wollen also positives Vorzeichen für unseren Nutzen haben und ganz wichtig für diese Exponenten, damit die neoklassischen Eigenschaften auch wirklich vorhanden sind, müssen beide Exponenten echt zwischen 0 und 1 liegen, sowohl a als auch b. Das sichert die neoklassischen Eigenschaften, das können wir ja gleich nochmal überprüfen. Ja, diese Funktion sieht erstmal durch die vielen Variablen vielleicht etwas unsympathisch aus, sie hat aber sehr viele angenehme Eigenschaften, die Sie in diesem Fach und vielleicht auch noch in anderen Fächern des Studiums kennenlernen werden. Das ist eine sehr häufig verwendete Funktion und ein Grund dafür liegt vielleicht sogar darin, dass sich recht gut damit rechnen lässt. Ich möchte diese Funktion jetzt auch mal ein bisschen danach abtesten, dass die neoklassischen Eigenschaften auch vorliegen und auch damit wir ein bisschen damit rechnen müssen, was zur Mikroökonomik auch ein bisschen dazugehört und wir auch dieses partielle Differenzieren einmal praktizieren, von dem ich erwarte, dass Sie es wahrscheinlich auch im Mathematikkurs besprechen werden, aber wir brauchen es ja auch und deshalb können wir es an dieser Stelle auch gleich ein bisschen üben. Ja, was wäre die partielle Ableitung unserer Funktion u nach der Variablen x1? Also partielle Ableitung heißt, dass wir eine Funktion haben, die von mehreren Argumenten abhängig ist. Hier ist das ja x1 und x2. Beide Argumente setzen wir in unsere Rechenvorschrift ein und rechnen uns ein u aus. Wir müssen jetzt auch ein bisschen darauf achten, wenn ich so viele Variablen verwende, dass diese Variablen eine unterschiedliche Qualität haben. x1 und x2 sind die Variablen, die sich unser Haushalt aussuchen kann, formulieren wir es mal so, die also variieren kann. Die Variablen a, groß a, klein a und klein b sind hingegen unveränderlich. Also Variablen ist fast das falsche Wort dafür, es sind Konstanten, die seine Nutzenfunktion beschreiben und spricht dann auch von Parametern. Ja. Wenn wir jetzt nach der Variablen, die auch wirklich Argument der Funktion ist, das sehen Sie hier in der Funktionsvorschrift auch so vermerkt, partiell ableiten, dann würden wir davon ausgehen, dass alle anderen Variablen, in unserem Falle x2, konstant sind. In diesem Moment, wo wir nur die Variation von x1 betrachten. Wir konzentrieren uns dann also ganz auf x1 und alle anderen Größen werden als Konstanten angesehen. Ja, nun kennen Sie die Potenzregel der Ableitung. Wenn Sie jetzt eine Funktion y ist gleich a mal x hoch, na, vielleicht nehmen wir mal ein bisschen andere Variablen, dann sieht es ein bisschen anders aus, k mal x hoch
n haben, meinetwegen, dann wäre die Ableitung y' gleich k, also den Koeffizienten übernehmen Sie einfach mal n, das wäre der Exponent, der wird als Faktor mit davor genommen, mal x hoch n minus 1, den Exponenten reduzieren Sie um 1. Das wäre Ihre Ableitungsregel, die haben Sie in der Schule gelernt. Und die können wir hier anwenden. Wir müssen nur darauf achten, was jetzt gerade unser Koeffizient ist, was unser Exponent ist. Unser Koeffizient, was hier das k ist, was wir praktisch einfach in der Ableitung übernehmen, wäre jetzt a mal x2 hoch b. Beides sind Konstanten. Es ist nichts anderes als das kleine k in unserer Vorschrift der Potenzregel. Wir würden die dann einfach abschreiben jetzt hier, wäre a mal x2 hoch b, weil alles konstante Faktoren sind. Ja, der Exponent ist jetzt hier das kleine a. Das wäre in unserer Ableitungsregel das n und wir sehen, das nehmen wir als Faktor mit dazu. Das wäre jetzt also klein a als Faktor zu berücksichtigen. Ja, dann kommt unser x1, das ist die Variable. Und von der Variable würden wir den Exponenten um 1 reduzieren. Das heißt, aus dem hoch a wird jetzt hier in der Ableitungsregel wird es ja um 1 reduziert, a minus 1. Schon haben wir unsere Funktion u partiell nach x1 abgeleitet. Jetzt könnten wir uns überlegen, wie das Vorzeichen dieser Ableitung ist. Ja, a ist ein positiver Ausdruck. x2 hoch b ist auch positiv, weil x2 positiv ist. Das habe ich jetzt gar nicht extra hingeschrieben, ich kann es aber noch ergänzen. x1 und x2 dürfen, also sind größer gleich 0, dürfen nicht negativ sein, weil es Gütermengen sind. Negative Gütermengen sind inhaltslogisch ja, nicht begründbar, interessieren uns auch nicht. Ja, das kleine a ist per Definition auch positiv, liegt ja zwischen 0 und 1. Und ein Ausdruck, positive Zahl x1 ist größer 0, damit ist auch x1 hoch a minus 1 positiv. Wir hätten also nur positive Faktoren, der Gesamtausdruck ist größer 0. Das war auch unsere Anforderung, wir wollten einen positiven Grenznutzen haben. Zur Übung können wir das auch noch für x2 analog durchführen. Wie wäre jetzt die partielle Ableitung der Nutzenfunktion nach x2? Ja, die Koeffizienten sind jetzt, wenn x2 unsere Variable ist, a mal x1 hoch klein a. Weil x1 jetzt als Konstante angesehen wird, dann würden wir den Exponenten von x2, das b, als Faktor dazunehmen und von x2 den Exponenten um 1 reduzieren. Aus hoch b wird hoch b minus 1. Schon haben wir die partielle Ableitung. Ja, auch hier ist a positiv, x1 hoch a ist positiv, b ist positiv, x2 ist positiv und damit auch x2 hoch b minus 1. Alle Ausdrücke sind größer 0. Wir hätten auch hier positive Grenzerträge. Das andere Element unserer neoklassischen Eigenschaften waren die abnehmenden Grenzerträge. Dazu müssten wir die ersten Ableitungen noch einmal ableiten. Wir bilden also del 2u nach del x1 Quadrat. Dieses Kringel d würde man aussprechen del und das steht dafür, dass wir eine partielle Ableitung haben. Einfach als Kennzeichen oder Erkennbarkeit, dass es sich um eine partielle Ableitung handelt. Wenn wir jetzt den Ausdruck, und dort steht noch einmal nach x1 ableiten, dann wäre jetzt also x1 wieder unsere Variable, alles andere sehen wir als Konstanten an. Dann könnten wir erstmal alles, was davor steht, als Koeffizient abschreiben beim partiellen Ableiten, wäre also a mal x2 hoch b mal klein a. Das entspricht dem kleinen k in unserer Regel. Dann würden wir den Exponenten, das ist a minus 1, jetzt als Faktor dazu nehmen und um 1
1 reduzieren. Das heißt, x1 hoch a minus 2 sind wir jetzt. Gut, wenn wir das geschafft haben, dann könnten wir uns jetzt wieder Gedanken um die Vorzeichen machen. A ist eine positive Zahl, x2 hoch b ist eine positive Zahl, klein a ist eine positive Zahl. Klein a minus 1, der Klammerausdruck, der jetzt folgt, ist aber negativ, weil a ja eine Zahl zwischen 0 und 1 ist. Das steht da rechts. Wenn wir davon 1 abziehen, dann kommt etwas Negatives heraus. x1 ist positiv und damit ist auch x1 hoch a minus 2 positiv. Jetzt haben wir hier nur eine negative Zahl drin. Und das würde bedeuten, der Ausdruck ist kleiner 0. Das war auch unser Ziel. Wir wollten ja, dass die zweite Ableitung kleiner ist als 0, damit wir neoklassische Eigenschaften haben, damit unsere Grenzerträge immer kleiner werden. Analog könnten wir das für x2 ausführen. Das wäre dann diese Gleichung noch einmal ableiten. Dann sind erstmal die ersten drei Faktoren Koeffizienten, wenn jetzt nur x2 als Variable angesehen wird. A mal x1 hoch a mal b. Dann nehmen wir den Exponenten von x2, das b minus 1, als Faktor dazu. Und reduzieren von x2 den Koeffizienten auf b minus 2. Ja, auch hier sind die ersten Ausdrücke nach wie vor positiv. B minus 1 ist dann aber negativ, weil auch b eine Zahl echt zwischen 0 und 1 ist. x2 hoch b minus 2 ist wieder positiv, weil x2 positiv ist. Heraus kommt also eine negative Zahl. Das war auch das Ziel. Wir wollten, dass die zweiten Ableitungen nach den Gütermengen negativ sind. Damit sichern wir nämlich, dass es abnehmende Grenzerträge sind.